Also Kroko ist es Definitiv. definitiv das schönste Portal im ganzen Nether. Definitiv. Also, Gut, nice. ist ja, ich bin zufrieden. Aber das mit dem Jetzt Jump'n'Run finde ich tatsächlich das Lustigste von allem, dass du dich das ist traust, gut. den Jump'n'Run zu machen. Ja, und ich es sogar geschafft habe. Also gut, es ist natürlich easy, aber man kann trotzdem abstürzen. Ich bin tatsächlich bisher jedes Mal durchgekommen, aber es wird der Tag kommen, wo ich zu weit laufe und runterfalle. Und wo kommt man da oben bei dir raus? Hier, komm mit. Ja, warte. Also ich habe es noch nicht Geh schon mal verändert, vor, immer warte, ich noch, komme. eigentlich immer noch im Lager. Ich versuche noch mal kurz den Jump'n'Run. Ich komme Ja, sofort rüber. kein Stress. Kein Stress. Das ist ganz schön schwierig. Du musst auf die. Das ist der schwierigste tatsächlich. Aber ich dachte auch, man muss auf diese blöde Eisding ne, auf den Zaun hüpfen. Aber letztendlich musst du nur auf die Treppe hüpfen. Hast du Geht was dann zu nicht. essen? Ja. Oh. It's Das ist raining lieb. rum. It's raining rum. Verstehe, verstehe. Keine Ahnung, ich bin so schlecht da drin. Ja, aber ich auch tatsächlich. Ein bisschen besser bin ich geworden, seit Janus mir diese ganzen Jump'n'Run-Dinger gebaut hat. Verstehe. Joe, was tust du? Was tust du? Josef. Was tust du? Wie was ich tue? Du stellst was an. Ich verstecke Sachen hier. Du stellst was an, vor allem. Was stelle ich an? Ja, das frage ich ja auch gerade. Was stellst du an? Wo ist hier, wo bist du? Ja, komm Bist du bei runter. mir im Schloss Komm oder runter, wo? komm runter. Der bleibt da, okay? Okay. Warum werde ich dir nochmal wann anders erzählen, okay? Okay. Ja, Aber dann. es ist total lustig, wie sich deine Stimmlage geändert hat und ich genau wusste, dass du irgendwas anstellst. Wieso sollte ich denn was anstellen? Weiß ich auch nicht. Oh, das habe ich auch nicht geschafft. Bruh. No concentration hier. Ja, aber man sollte auch eigentlich nur auf die Treppenstufe hüpfen. Oh Gott, ich bin Ja, zu spät dran. Elytra, Elytra. Zack. Was ist denn jetzt los? Doch nicht so einfach. Hast du den nach hinten gebaut? Hast du den eins nach hinten gebaut? Nein. Joe? Joe? Ja. Ob du den eins nach hinten gebaut hast? Der Witz ist, es ist wahrscheinlich trotzdem noch machbar. Kann sein, es wäre schön gewesen, wenn es geklappt hätte. Obwohl, Es ich ist weiß trotzdem nicht. noch Ich weiß machbar, nicht. aber. Ja, doch, doch. Also, weil du kannst theoretisch die Kante erwischen. Du bist Ja. so ein Schlag. Also, muss der Goldblock immer noch bleiben oder kann der jetzt wieder weg? Er Nee, darf der noch Goldbock bleiben, kann wieder verstehe. weg. Es Das war ist auch. einfach Du nur. bist so Ich geil. konnte es nicht widerstehen. Ich bin ja froh, dass ich es gemerkt habe. Ich dachte, hey, wie kann das sein, dass ich es jetzt die ganze Zeit nicht mehr schaffe? Mr. Jetzt wird. Pixel! Jo! Hallo. Kommen Sie Sag mal mal, Stefan, kurz. Stefan, kannst du überhaupt was sehen mit deinem Helm? Ja, ich sehe alles. Du siehst so aus, als ob du nichts siehst. Ey, mach mich nicht an! Tja, So, das ist der Trick dabei. Kommen Sie, kommen Sie. Ja. Passen Sie auf. Ja. Sie sehen hier ein Loch in der Wand, okay? Ja. Das ist ein Problem. Ich Okay. möchte. Ja. Passen Sie auf. Hier oben ist ein Emerald drin, okay? Hier oben links oder hier in der Ja, zweiten. ja. In irgendeiner von da. Und ich Ja. möchte, dass man den Emerald in diese Barrel reinlegen muss. Ja? Und dann geht ihr wieder zurück da oben hin und das Ding öffnet und Dann schließt geht er sich. wieder zurück nach da oben und die Tür öffnet sich. Aber du kannst die Tür einfach so bauen. Und dann öffnet man sie mit Netherite. Hier hinten ist der Technikraum. Ja, okay. Und hast jetzt noch eine Kannst du es bauen? komplizierte Aufgabe oder so? Digga, das ist kompliziert, weil das muss ja von da hoch. Oh, wie schlimm. Oh, wie schlimm. Oh, mein Gott. Oh, es ist so kompliziert. Oh nein. Oh nein. Ich stell dir 430 € in Rechnung dafür. Deinen Träumen vielleicht. Also, wo muss der Emerald reingelegt werden? Okay, er muss hier reingelegt werden Okay. und hier soll er zurück. Du hast den Trichter da anders gebaut, ne? Okay, soll noch ein Scanner sein, dass nur Ja, Emeralds würde ich reingepackt sagen. werden können?
Ja. Okay, pass auf, dann machen wir das eben schnell. Also, man kann alternativer und anderen Emerald reinmachen, aber damit halt nicht jeder immer ein Emerald dabei haben muss, soll da oben immer die sich sammeln. Okay, gut, dann heb das mal kurz eben, ich habe hier ein bisschen so viel Dings. Okay, pass auf, dann fangen wir an mit dem leichtesten. Also, das ist eine schöne Schaltung. Ich verstehe, dass du sagst, dass das ein bisschen komplizierter ist. Es gibt so ein paar Sachen, die man tatsächlich beachten muss, aber ich denke mal, dass ich sogar auch alles dabei habe, um das eben schnell zu bauen. So, let's go. Ich baue das gerne mal mit Cobblestone. So, ist es jetzt dieser Trichter, unter dem ich jetzt gerade bin, oder? Der. Ja. Der dritte von euch. Okay. Das heißt, das erste, was wir hier machen, ist jetzt ein Item-Filter-Mechanismus. Hier kannst du mal kurz das halten. Ja, klar, schau drauf. Und halt mal das hier. Ich habe zu viel Stuff im Inventar. Okay. Das erste, was wir bauen, ist ein Item-Filter-Mechanismus, um das hier auszulesen. Das machen wir relativ straightforward. Hast du ein paar Emeralds? Nö. Oh. Ich brauche auf jeden Fall ein paar Emeralds, um die Schaltung zu kalibrieren. Hast du welche in deinen Kisten? Ja, du hast in deinen Kisten 54. Ja, dann bitte. Nimm mal 20 raus oder 22, 23, 32 brauche ich. 32 nimm mal raus. Sogar alles inclusive sogar. Ist eine The Joecraft Service-Leistung. Das ist gut. Ich hab's dir hingeworfen. So, als erstes haben wir hier einen Item-Filter-Mechanismus. Der filtert quasi die Items raus, dass nur Emeralds reinlegbar sind. Und du möchtest die Emeralds zurück in die Kiste nach oben leiten. Also die letzte Kiste nach oben. Habe ich das richtig gesehen? Ganz hinten oben, ja. Ja, okay, alles klar. Das heißt quasi, dann bauen wir erstmal so eine Trichterstraße so hin, kein Problem. Und dann mit Droppern leiten wir das Ganze nach oben später. Okay, supi. Jetzt müssen die Dropper noch eben angeschlossen werden. Das kann man sich ein bisschen vereinfachen hier, da müssen wir es gar nicht so unfassbar kompliziert bauen. Weil wir so oder so einen Strom-Output hier bekommen, können wir damit auch direkt diese ganze Anlage hier aktivieren. Das heißt, mit dem Kollegen machen wir das so, so und so. Das aktiviert die beiden hier unten schon mal. Und einen Moment später sollen dann... Ja, 1, 2 sollen dann die Kollegen hier oben aktiviert werden. Okay, alles klar. Das heißt, das müsste schon sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Emerald reinlege... Okay, wird ab jetzt jeder Emerald, den ich hier reinlege, müsste nach da oben geleitet werden. Wunderbar. Das heißt, 7, du siehst, hier oben ist einer drin. 7 waren drin, ne? Und ich nehme den einen jetzt raus und lege den hier unten rein. Dann wird er auch automatisch wieder zurück nach oben gebracht. So, das funktioniert schon mal. Und dann willst du, dass sich hier eine Tür irgendwie öffnet, ne? Also quasi, dass hier diese Pistons dann wahrscheinlich einmal kurz zur Seite gehen, oder? Genau, das sollen zwei Sandstone sein. Ja. Okay, genau, perfekt. Das nehmen wir kurz hin. Ich warte das so, die Tür soll... wir haben hier ein Wasserproblem. Ja, muss man dann zubauen. Das muss ich aber extra berechnen hier. Also wirklich. Frechheit. Wasser ist das Elixier des Lebens. Wasser ist das Elixier des Todes für den Redstoner. Das weißt du doch. Hm? Was ist das denn hier für ein Schmodder? Das ist Wasser. Mhm. Wir sind... Bin ich so? Under the sea. Under the sea. Under the sea. Was? So, die Pistons. Genau, ich würde das so machen, dass wir hier einen kleinen Kondensatorschleifchen hinpacken. Ich würde die wahrscheinlich hier bauen. Einfach hat was damit zu tun, wo wir gleich die Technik anschließen. Das habe ich jetzt schon quasi im Kopf so ein bisschen den Schaltplan. Wir packen einmal einen Komparator hier hin, einmal einen Komparator dorthin und einmal Redstone so, so und so. Und das Ganze verbinde ich dann mit dem Mechanismus und damit du es von der anderen Seite noch öffnen kannst, würde ich hier so bauen und... Ja, achso, du meinst, damit man wieder rauskommt? Ja, ist doch nicht schlecht, oder? Kann man machen. Ja, ne? Also so ein Ausgang, habe ich gehört, ist praktisch, oder? Ja, man kann auch durch Sterben raus. Ja, also... Das wäre natürlich noch die leichte Möglichkeit, ne? Warum nicht? Hm. Finde ich auch gut. Also neue Wege zu gehen, finde ich sehr innovativ von dir, Stefan. Ich bin begeistert. Hm. Super, nice. Man kann auch einfach feststecken und aufhören, Craft-Attack zu spielen. Es gibt bestimmt Spieler, die das relaten. Hm. Okay, und fertig. Das heißt, jetzt machst du hier die Wand rein. Jetzt brauchen wir noch einen Knopf hier.
Ich mach dir mal kurz einen Knöpfke. Warte, ich habe einen. Oder super, dann machst du an. Genau, mit dem öffnen wir das Ding. Und der Rest funktioniert auch schon. Genau, kannst Knopf drücken, kannst hier durchgehen. So, und jetzt ist es komplett unsichtbar. Ja, das ist geil. Und wenn du jetzt den Emerald von oben einnimmst, ich kann es mal hier so ein bisschen aufräumen, dass du es mal einnimmst, das ist leichter. Dann legst du den da unten rein. Was soll ich machen? Ja, mach du, du machst es. Okay. Und gleichzeitig wurde er wieder nach oben gebracht. Geil. Toppi! Das ging deutlich schneller als erwartet. Ja, ne? Die Firma dankt. Gerne. Hat Spaß gemacht. Solche kleinen Redstone-Challenges mache ich gerne. Hast du goldene Karotten oder so? Leider nicht. Ich habe noch genau 3 Kartoffeln zu essen, dann bin ich tot. Bruh. Also wirklich. Was wollte ich gerade sagen? Hast du meine Redstone-Kiste wieder geklaut hier, böser Stefan? Hab ich nicht. Zu Abwechslung mal nicht. Okay. Perfekt. Okay. Waren Sie zufrieden mit der Leistung? Ja. Ich gebe 3 Sterne. Super. Nice. 3 Sterne. Bewertung. Okay, cool. Redstone in unter 7 Minuten und 42 Sekunden. Das war sehr, sehr gut. Das war wirklich nicht schlecht. Ich bin sofort wieder da. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, liebe Leute. Eine ganz kurze Mini-Redstone-Folge. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute. Abonniert den Kanal. Liken. Ihr seid lieb. Danke euch.